Holz ist das Material der Zukunft, mit dem wird zurzeit eine Aufbruchstimmung assoziiert. Die Technologie ist weit fortgeschritten und die Vorfabrikation ist eine wunderbare Qualität. So findet die Verwendung von Holz nun je länger, je mehr auch in städtischen Gebieten statt. Es speichert CO2, es ist leicht und man kann es eben modular verwenden. Das heißt, wenn man es früher eher im ländlichen Raum gebaut hat, findet es unterdessen Verwendung in Schulhäuser, in Hochhäuser, in Flughäfen sogar, in eigentlich sämtlichen architektonischen Typologien. Holz ist aber auch wunderbar zum Anfassen. Seine Wärmeleitfähigkeit ist sehr ähnlich zur Wärmeleitfähigkeit unseres eigenen Körpers. Es ist ein bisschen wie wir, es altert auch. Aber trotz all diesen wunderbaren Qualitäten des Materials wird es nicht alle unsere Probleme lösen, die wir in Zukunft bewältigen müssen. Denn Holz ist eine begrenzte Ressource und es braucht Zeit zum Wachsen. In der Zwischenzeit, also jetzt in unmittelbarer Zukunft, müssen wir uns überlegen, können wir weniger bauen, können wir mehr Bestand nutzen und können wir andere biologische Materialien verwenden. Wie Guillaume Aber sagt, der den Lehrstuhl innehat für nachhaltiges Bauen an der ETH, analog der vegetarischen Kost ist es auch, die nachweislich besser ist für unseren Planeten, ist es auch für uns Architektinnen und Architekten wichtig, in Zukunft mit mehr biobasierten Materialien zu bauen.